Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger, und wie ihr vielleicht hört, es stürmt draußen extrem. Das Wetter ist jetzt schon seit einiger Zeit sehr, sehr schlecht, was auch einige Aktivitäten draußen leider nicht zulässt. Aber was will man machen? Es ist Frühjahr, so ist es momentan. Aber ich hoffe, dass am 23., also nächste Woche Samstag, gutes Wetter ist, beziehungsweise besser als jetzt, denn da sind die ganzen Demos gegen Artikel 13, wo ihr hoffentlich alle mit rauskommt auf die Straßen. Es gibt überall in Deutschland Demos, sogar in ganz Europa. Die ganzen genauen Termine der Demos stehen unten in der Infobox mal drin. Werde ich euch reinschreiben, wann welche Demo genau startet. Ich bin in Köln mit dabei. Dann gibt es noch in Berlin. Ich weiß gar nicht, wo die anderen alle genau sind. Ich schreibe es unten auf jeden Fall in die Infobox rein, damit ihr auch teilnehmen könnt, sofern ihr wollt. Und ich hoffe, es melden sich da einige, die da zu Wort. Und auch ich hoffe, dass viele da sind. Weil je mehr wir sind, desto mehr können wir der CDU, CSU zeigen, dass wir keine Bots sind, dass es uns gibt, dass wir gegen Artikel 13 sind. Jedenfalls in dieser Form. Ich bin tendenziell natürlich auch für Urheberrecht, natürlich. Aber Artikel 13 ist, ich will es jetzt nicht sagen, ist halt nicht ganz so toll. Ne? Also, so, andere Sache auch noch. Artikel 13, ganz wichtig, aber es gibt auch so ein paar Sachen aus der Metal-Szene noch zu berichten. Speziell in meinem Fall gibt es sowas zu berichten, denn eine gute Freundin von mir ist sehr großer Lordi-Fan. Mit ihr war ich auch schon bei Lordi, habe es schon live gesehen, und dank ihr kam ich da auch backstage. Ich danke dir immer noch dafür. Jedenfalls, Ox wird Lordi nach der Saison verlassen, nach der Festivalsaison. Ox ist quasi der Bassist von Lordi, ist jetzt seit 13 Jahren dabei, muss man sich mal vorstellen, und hört jetzt auf bei Lordi nach der Saison. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Er ist nicht der erste Bassist von Lordi, aber so was ich gehört habe, der beste. Ich kenne Lieder von Lordi, ich kenne alle Alben von denen, aber wie, wo, was da jetzt das Beste ist, ich weiß es nicht. Das lasse ich euch überlassen. Und auf jeden Fall ist es schade, dass er aufhört. Wer ihn noch sehen will, hat die Chance, auf die Sommerkonzerte jetzt noch zu gehen, auf die Festivals, und da mal gut Metal zu hören. Eine andere Sache ist auch noch die, ich bin natürlich dieses Jahr endlich mal wieder auf einigen Festivals unterwegs. Letztes Jahr habe ich es so ein bisschen schleifen lassen, weil es ja auch teuer und alles. Man muss auch die Zeit finden neben dem Job. Dieses Jahr werde ich es wieder ein bisschen mehr machen, werde für euch wieder mehr auf Festivals gehen. Wo ich genau sein werde, werde ich euch noch wissen lassen. Auf jeden Fall bin ich definitiv beim Nord und beim Turok Open Air, sofern da nichts anderes dazwischen kommt. Und ich werde mal wieder auf ein paar kleinere Konzerte gehen. Wie das jetzt aussieht, ob ich da die Kamera benutzen darf, für die Lieder aufzunehmen, muss man mal schauen. Artikel 13, ne? Ich glaube nicht, ich werde ja keine ganzen Lieder dann hochladen, es sei denn, die Band erlauben es mir. Was ich auf jeden Fall mache, ist, ich werde da Stimmen einfangen, ich werde euch meine Eindrücke sagen. Und ich hoffe, es gefällt euch, weil letztes Jahr habe ich es, wie gesagt, sehr schleifen lassen mit dem Kanal hier. Das wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Ich werde regelmäßig wieder auf Veranstaltungen gehen, auf Mittelaltermärkte, auf Festivals, auf Konzerte und was es hier sonst noch so gibt. Und außerdem ist noch was anderes in Planung von mir, ein Zweitkanal, weil über Veranstaltungen hier in der Gegend. Ich selber komme aus Aachen, ich liebe meine Stadt, und deswegen möchte ich auch, hier über Sachen aus Aachen auf dem Laufenden halten. Wie es dazu dann weiterkommt, wie die Planung da ist, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis dahin würde ich noch sagen, checkt mein Insta, checkt mein Twitter, bleibt hier auf dem Kanal, lasst mir gerne einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Schaut euch auch noch andere Videos an, und bis dahin würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.